Dabei mal ein DVD-Regal neu zu sortieren. Da habe ich mir gedacht, dann zeige ich euch auch mal ein paar ziemlich geile DVD-Boxen, die ich habe. Aus meiner Sicht ziemlich geile. Andere Leute würden sagen, oh mein Gott, nein! Buffy im Bann der Dämonen, ja. Buffy im Bann der Dämonen. Damit bin ich groß geworden. Und das war so die erste Vampirjäger, Vampirserie, die ich geguckt habe. Ich weiß auch nicht, wann sie rausgekommen ist. Hier hätten wir noch Season 1 mit 3 DVDs. Das ist natürlich, waren damals sehr überschauliche Staffellängen, um ehrlich zu sein. Ich kann mich da auch gar nicht mehr dran erinnern, dass es so kurz war. Es ist auf jeden Fall besser, sowas zu gucken, meiner Ansicht nach, als irgendwelche Filme über Vampire, wo diese aussehen, als wenn sie mit Strasssteinchen beklebt werden, als wenn sie im Licht sind. Ist halt, ja, hat jeder halt eine andere Ansicht zu, ne? Muss ich ja, glücklicherweise. Weil wenn ich so weit gucken müsste, würde ich auch, dann würde ich Augenkrebs kriegen. So, dann hätten wir hier die Season 2. Ich hab, weiß nicht, ich habe mir die vor ein, zwei Jahren, habe ich mir die mal komplett gekauft. Habe ich mir gedacht, musst du mitnehmen, Buffy im Bann der Dämonen, warum ist hier ein Blatt drin? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, was soll denn das? So, alle 6 Discs direkt übereinander, 22 Folgen, Staffel 12. Ich habe diese Serie so derbst abgefeiert, muss ich ja mal dazu sagen. Weil die Serie war schon geil, auch Angel war ziemlich cool, so das war halt so der Vorreiter von diesen ganzen Vampir-Dingern da, die heutzutage den Markt überfluten. Ich weiß nicht, es war schon geil, es war schon eine geile Zeit. Das war so, ich weiß auch nicht, wann es gewesen ist, ich glaube so 98 oder so müsste es gewesen sein. Wann ist denn der erste rausgekommen? Ja, stimmt. Die erste Staffel ist 96, 97 rausgekommen von 20th Century Fox. Da war ich 16, 17 und da habe ich sowas schon auch ein bisschen aufgesaugt mit diesem ganzen Star Trek Next Generation Kram. Und seitdem bin ich auch Fan von sowas. Wann ist die Staffel rausgekommen? 97 ist Staffel 2 rausgekommen. Hier hatten wir Staffel 3. Von 98, 99. Ich habe sie geliebt. So, Staffel 4. Und danach ist ja dann auch, oder ist gleichzeitig auch noch Angel rausgekommen, was ich auch jetzt nicht unbedingt schlecht fand, um ehrlich zu sein. Aber ich finde es halt schon geil, wenn man so guckt, so 97 oder 96, 97 sind so die ersten rausgekommen. Und wie sich das dann so gewandelt hat mit der Zeit, auch so von der Technik her. Und nehmen wir jetzt mal eine andere Serie, Star Trek Voyager hat so in etwa zu derselben Zeit angefangen, oder ich glaube sogar noch ein bisschen früher. Und wenn man dann so die ersten DVDs davon guckt und dann guckt man weiter und plötzlich hat man Widescreen und oh mein Gott, das ist unglaublich. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch einfach nur mal die Komplettbox zeigen, weil die ziemlich cool ist. Ich werde die auch verlinken. Ich weiß nicht, ob es die noch so zu kaufen gibt, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube schon. Die habe ich vor einiger Zeit erst gekauft. Ich glaube, wann ist die denn rausgekommen? Die ist 2010 rausgekommen. Die habe ich irgendwann vorletztes Jahr gekauft, glaube ich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche euch noch einen schönen vampirfreien Tag. Bis denn dann. Ciao.